Ich will jetzt die zweite Insel auch noch angreifen. Einfach weil ich es kann. Und die war hier. Okay, also dann in diesem Sinne, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Die Siedler 4 in den Punischen Kriegen. Jetzt lass mich mal gucken, muss ich hinklicken hier, genau. Und wir waren ja hier in dieser krassen Mission, die mir echt viel abverlangt hat. Wie sieht es mit neuen Farben und Flaggen in Siedler 4 aus? Ja, ich hatte ja auch mal das Projekt angefangen, ich habe auch wieder aufgehört, muss ich jetzt ehrlich, ganz ehrlich sagen, ein eigenes Map-Pack zu machen für Siedler 4. Weil ich einfach die Zeit, ich habe ja gerade gezeigt, warum ich keine Zeit habe, das ist sehr, sehr zeitintensiv und das Erste, was ich eigentlich machen wollte, ist die Flaggen und so weiter und die Icons auszutauschen und Zuckerlounge-Logo rein und so Zeug und vielleicht mache ich das noch in minimalistischer Form, mal gucken. Es ist ja auch jetzt nicht mehr so schwer, das zu erstellen. Puh, okay. Punische Kriege 6. Weiter geht's! Oh oh. Ah ja, genau. Er war jetzt hier beim Tauern. Und ich glaube, der Turm ist noch nicht besetzt. Da bin ich vorher raus. Das wollte ich aus diesem. Das wollte ich nicht sehen. Hä? Hä? Jo, es wird sicher schon gleich irgendeiner in diesen Turm reingehen. Fragezeichen. Ist nicht besetzt. Hä? Ich meine, soll mir recht sein, aber... Hä? Puh, okay, er findet keine Steine mehr. Das ist nicht gut. Wir sind jede Menge, das kann fast nicht sein. Ich könnte euch auch echt reißen dann. Wenn ihr euch drum reißt, haha. Keine verfügbaren Träger, also wir haben Siedlermangel ohne Ende und das scheint wohl dran zu liegen, dass ich hier die Lager umbaue. Nämlich gesehen, dass hier das Gold liegen bleibt, das ist ganz schlecht, vor allem, weil ich hier jeden Moment auch meine Minen verlieren kann und werde höchstwahrscheinlich. Und ich kann... Jetzt ist es passiert, tatsächlich. So, das ist super ärgerlich. Jetzt habe ich nämlich hier das Gold und die Kohle verloren. Wenigstens ist das hier noch verbunden. Aber wer weiß, wie lange. Deswegen guck mal, dass wir hier nach und nach alles reißen und wer es alles wegkommt. So. Da können wir noch ein Wohnhaus setzen. Generell, wir haben ja Siedlermangel. Da müssen wir unbedingt was gegen tun. Tue ich aber auch schon, sehe ich. Bin hier mal kurz runter panisch auf L1er, weil mich hier Dingens, ne, der andere getauert hat. Also da sollten wir auch mal ein bisschen drauf achten und vielleicht auch einen Aussichtsturm bauen. Dass das nicht nochmal passiert. Geh mal kurz gucken. Und dann habe ich das Problem, dass ich mir hier die Berge nicht so ohne weiteres angucken kann, ne? Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die Bogenschützen hier stehen. Weil du kriegst hier ja gar kein Geologenleben drauf. Vielleicht hier hinten, ne? Aber... Na, gut, das ist jetzt alles erst fertig geworden. Ah ja, müssen wir beobachten. Müssen wir mal beobachten. Ich glaube, das kann ich auch jetzt reißen. Das sollte auch noch gehen. Weg damit. Und hier habe ich einen Aussichtsturm. Ja, warum nicht? Es ging eigentlich darum, kann ich vielleicht noch in einen oder anderen Turm bei ihm snipen, um ihn noch ein bisschen zu bremsen. Blöd ist, dass er jetzt wahrscheinlich auch hier... einen Turm setzen kann, ne? Oh, nee. Mein ganzes Fleisch. Wir haben aber noch zwei Eisenminen. Wir haben noch Kohleminen. Und die sind alle voll, weil mir einfach nur Siedler fehlen. Aber umlagerungsthematisch bedingt und so. So, hier, das darf kein Steinlager mehr sein. Mach das aus.
Werden da jetzt Wohnhäuser fertig? Ja, Gott sei Dank. Was haben wir eigentlich? Bauarbeiter und Planierer. Da gehen wir mal hoch. Wir hatten Safe-Türme gebaut. Wir hatten die Flotte geholt. Da fehlt es an Gold offensichtlich. So, was haben wir denn noch? Wir haben zwei Goldminen. Wir könnten vielleicht hier noch welche setzen. So, vielleicht ist da ja Gold. Geraten. Warum geht da eine Schwefelmine hin, aber keine andere? Doch, eine Eisen geht da hin. Aber ist da Eisen? Nee, ne? Ist nicht. Hallo, Rina. Die Map ist wirklich super. Ja, die Map ist cool. Den hier rupfen wir vielleicht auch weg. So. Meine Werkzeugschmiede ist mittlerweile hier hinten. Die mussten wir ja dann auch wegtun. Boah. Hätte ich doch mal hier irgendwie einen Förster hingebaut. Was haben wir hier unten für ein Lager? Hier haben wir Steinlager. Das Werkzeug haben wir weggebracht. Bretter haben wir so viele, die können dann auch da oben liegen von mir aus. So, und mittlerweile kriegen wir wieder ein bisschen Militär. Da steht ein Bauarbeiter, das ist schlecht. Habt ihr was vor, was Blödes? Immer ein paar Truppen. Komm, geh mal darüber. Das heißt ein paar. Nimm mal alle. Und ihr geht sicherheitshalber mal noch ein bisschen Abstand. So. Uff. Was wird denn das hier? Er bereitet die ultimative Invasion vor. Aber ich habe Safe-Türme. Gott sei Dank. Hi, Pauli. Hi Flo. Schon Hi Flo gesagt? Hi Flo. So, wir haben hier noch Truppen gepackt, die wir gerettet haben. Die können wir dann auch mal runterschicken. Und ihr bleibt da für einen Snipe. So, wie sind meine Verteilung von Waffen. Ja, jetzt gehen wir schon mehr Schwert hier bauen langsam. Und hier muss ich sie shiften eigentlich, wenn ich hier vorbei renne. Weg, 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 ey. Und wir gucken mal, ob wir hier noch irgendeinen Turm finden oder ob das alles mit Pionieren passiert ist. Dann müssen wir ja, glaube ich, nur hier diese Burg einnehmen. Ich bin mir aber nicht sicher. Wenn das so ist, könnten wir dann jetzt relativ zügig. Naja, zügig. Ich habe so wenig Minen. Eieiei. Sollte ich den reißen? Eigentlich schon. Hier eine neue. Das ist alles nur mit Pios eingenommenes Land hier, ne? Nimm mal, mach mal Trick 17, nimm mal 5 Diebe und pack die mal hier.
falls ihr da lebend ankommt. Derweil können wir wieder in One-Off reißen. So, boah. Er scheint sich mal beruhigt zu haben, ne? Expansionstech. Gott sei Dank, ey. Oh Mann. Gut, dass ich den Turm gebaut habe. Er versucht es tatsächlich wieder, mich zu tauen. Ich tauere dagegen. Arsch. Es beginnt. L1. Nee, halt mal. Hier kommen auch schon welche. Oh, ich bin ja militärisch noch. Uiuiui. Uiuiuiui. Okay, aber wir kriegen unseren Siedlermangel jetzt erstmal in den Griff. Das ist ja auch schon mal was. So, 1, 2, 3, 4 neue. Mühle, Hammer, Schweinezucht. Aber Nahrung ist auch nicht das Problem, ne? Es sind eher zu wenig Minen am Start. Waffen haben wir auch genug. Was wir bräuchten, wären Gold, Minen, Gold, Gold, Gold. Oh, die produzieren aber. Gut. Hallo Elko, grüß dich. So, er darf natürlich ums Verrecken nicht diese Baustelle hier fertig kriegen. Das geht gar nicht. Was macht meine KK? Ich bin immer noch nicht bei 100. Ist doch zum Kotzen. Ich halte mal meine Kaserne an. Warum? Damit die Zielobjekte gebaut werden. So, hier stehen noch ein Haufen Truppen drin, die können dann auch dazu stoßen. Und habt ihr Arbeit? Hallo Marcel! Genau, Pauli.
denn hier Mana rum? Das haben wir uns geklaut, ne? Brauchen wir das? Nö. Oh, ein Turm hole ich mir. Danke, der ist gut. Ah, er hat natürlich jetzt noch erstmal die Oberhand. Mal gucken, wie lange Kampfkraft 66. Mach das doch fertig. Das Gold ist da. Holen wir auch noch. Und ursprünglich hatten wir irgendwo hier einen Turm. Also der dürfte dann hier auch nicht viel bis gar nichts voll besetzt haben. Die müssten auch alle leer sein. Ja genau, komm, dann nehmen wir auch die zwei noch rein. So, ihr hämmert die jetzt fertig, ne? Na gut, dann machen wir mal die Kaserne wieder auf. Ich überlege gerade, ob ich die mal versuche zu halten. Weil das... Wobei, das könnte auch... Ah, ne, das wird doch orange anlocken, ne? Mach weg und gut ist. Jetzt ist Tauern wahrscheinlich dann nicht mehr so die Variante, die irgendwie zieht. Okay, wir haben drei Mühlen stehen. Wie viel Bäcker? Fünf. Das ist zu wenig. Müssten sieben sein. Ich würde auch nochmal gerne Fleisch produzieren. Wie viele Bauernhöfe haben wir? Ach, das ist natürlich viel zu wenig. Machen wir mal eins, zwei, drei, vier. Was haben wir? Sensen? Keine. So. Läuft. Hoffentlich. Wohnhäuser. Alter, das ist nicht leer. Komm, jetzt. Eins. Zwei reißen. Habe ich noch Steinminen? Eine. Unbedingt noch Stein ein. Warum werde ich da angegriffen? Mein Turm habe ich ausgesourced auf diese Insel hier. Das hat mir den Arsch gerettet. Fürs Erste.
Haben wir noch eine Axt? Die werden angegriffen. Ja, Mann. Da wäre ein guter Berg. Kohle, Eisen, Gold. Weg da, ich will den Berg. Und Stein. Sowas, da oben bewegen sich Truppen. Wie kann denn das nur sein? Habe ich für etwa Diebe auf sein Land gestellt? Muha. Okay, hier gibt es dann doch sowas wie Widerstand. Was ist bitter, ne? Wenn dein großes Wohnhaus gerade fertig wird. Das ist bitter. Er scheint keinen Turm mehr zu bauen. Warum auch immer. Ich sag mal, Gott sei Dank. Läuft da einer hin? Nein. Wie weit sind wir von... Ah ja, okay. La Burg. Okay. Jetzt wird die Verteidigung größer. Viel größer. KK 105. Wir müssen eigentlich noch einen Ziri-Satz setzen. Verliere ich, oder?
Nur noch Bogies, dann bewegt euch vorsichtig mal jetzt auf mein Land zurück. Hat ihm aber auch wehgetan. So, weiter. Das da, dieses wunderschöne Gebäude. Noch so ein Kackschild. Eimer. Pferd. Und ja, was eigentlich? Was ist das? Pflanze. Ah. Hallo Morbus Willi. Oh, guck mal, wo geht denn ihr hoch? Das heißt, hier steht ein Turm. Das war jetzt der Tod meiner Bogenschützen, sozusagen. Komm, es sind doch nur L1er. Die meisten. Haut noch ein paar kaputt. Blech. Mit Blecheinheiten könnte ich auch dienen. Wasser. Was auch immer du damit meinst, Bobus, wie Attack Canceling, hä? Hey Frankie, vielen Dank. Willkommen in der Zocker-Lounge, Alter. Grüß dich. Hätte ich ein Bier, würde ich mit dir anstoßen. Aber bin ich leider lost, was das betrifft. Ups. Die liegen voll. Ist es echt nur Gold? Gold, Gold. Aber... Prost, Marcel.
Hier könnten wir Geologen draufballern. Noch. Mama Hämmer. Spitze. Da liegen 4 Hämmer, von daher. Ich will jetzt die zweite Insel auch noch angreifen. Einfach weil ich es kann. Und die war hier. Aber die war bewachter. Nicht ganz voll, aber egal. So voll wie Franz in seinen Livestreams. Sind denn jetzt die anderen? Lass doch mal die Bögis vor. So viel einfacher. So.